Die letzten Filmaufnahmen von Adolf Hitler im Garten der Reichskanzlei. Seit dem Ende des Dritten Reichs fragen sich die Menschen, wie war all das möglich? Es ist halt schwer vorzustellen, sich Hitler, jemanden, der den Holocaust befohlen hat, sich als einen privat, umgänglichen, netten Menschen vorzustellen. Es war viel einfacher, vor allen Dingen für die Menschen nach 1945, sich ihn als ein Monster, einen Dämon vorzustellen, um sich davon natürlich von dieser Zeit zu distanzieren. Der Name Adolf Hitler ist für immer mit Gewalt und Unmenschlichkeit, fanatischem Rassismus und pervertiertem Nationalismus verbunden. Er steht für Krieg und Völkermord. Hitler ist alles nachgesagt worden. Er war ein Irrer, er war ein Geisteskranker, er war ein Perverser. Ich würde sagen, das apokalyptische Wirken Hitlers ist im politischen Sinne natürlich vollkommen wahnsinnig. Aber medizinisch findet man keine Belege für seine Schuldminderung. Aber was machte die Persönlichkeit des Adolf Hitler aus? Wie verhielt sich der Diktator in seinem Privatleben? Diese Fragen sind immer noch weitgehend tabu. Am 25. Mai 1913 verlässt Hitler Wien Richtung München. Im Reich der Habsburger will er nicht länger leben, den Dienst in der Armee des ungeliebten Kaisers um jeden Preis vermeiden. Nur für Deutschland will er sein Blut vergießen. Ein Grund war, dass er einen solchen Hass auf Wien entwickelt hatte. Für ihn als Deutschnationalen bestand der große Reiz darin, in eine deutsche Stadt zu gehen. Der andere Grund ist viel prosaischer. Er musste aus Österreich verschwinden, weil ihm das Militär auf den Fersen war. Er hatte nicht in der österreichischen Armee gedient und so verfolgten sie ihn bis nach München. Er flieht aus Wien, als er 1913, nach seinem 24. Geburtstag, einen größeren Geldbetrag aus dem väterlichen Erbe bekommt. Ein zeitgenössischer Stummfilm zeigt eine Musterung der K&K-Armee als Komödie. Die Militärs sind entschlossen, den Müßiggänger aus Linz doch noch zur Truppe zu zwingen. Er ist ja dann 1913 sogar nach Bayern gegangen, nach München. Da konnte er sich noch so zurückziehen in die Isolation. Man hat ihn ausfindig gemacht und aufgefordert, sich der Musterung zu stellen. Und zwar müsste er normalerweise in Linz gemustert worden sein. Er hat also dann aber an den zuständigen österreichischen Beamten geschrieben, dass er wegen seiner schweren Lungenerkrankung, die zu Rückfällen neigt, nicht nach Linz fahren könne. Und so ist er in Salzburg ist er gemustert worden. Er ist aber ausgemustert worden dort und hat sich dann, als der Erste Weltkrieg begann, merkwürdigerweise als Freiwilliger gemeldet und ist eben im bayerischen Regiment in den Krieg gezogen. Auf dem Odeonsplatz versammeln sich die Bürger Münchens am 2. August 1914 zu einer patriotischen Großdemonstration. Eine Militärkapelle spielt, die Wacht am Rhein und Deutschland über alles. In der jubelnden Menge steht auch Hitler. Er hat inzwischen 15 Monate als armseliger Künstler in München verbracht. Jetzt wird auch er vom nationalen Delirium erfasst und begrüßt den Krieg enthusiastisch. Auf einem Foto ist der damals 25-Jährige zu erkennen. Auf diesem Foto sehen wir jemanden, der offensichtlich sehr froh über den Ausbruch des Krieges ist. Er ist nicht der Einzige. Millionen Menschen in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, freuen sich über die Aussichten, die der Krieg bringt. Wir wissen, er ist jemand, der sich für Militärisches und den Militarismus interessiert. Er glaubt an Deutschland. Für ihn ist das Grund genug, sich unverzüglich freiwillig zu melden. Nach ein paar Tagen wird er in die bayerische Armee aufgenommen. Er schaffte es wegen eines bürokratischen Fehlers, in die bayerische Armee zu kommen und wurde nicht nach Österreich geschickt. Das hatte später rechtliche Konsequenzen und man konnte ihn nicht nach Österreich abschieben.
Sein zielloses Dasein hatte ein Ende und er fand seine Aufgabe in der deutschen Armee. Er kämpfte für ein Ziel, das er völlig verinnerlicht hatte. Auch über den Hitler im Ersten Weltkrieg wissen wir nicht viel. Den wenigen Informationen zufolge, die wir über ihn haben, war er ein guter Soldat, der sich total seiner Aufgabe verschrieb. Auf Befehl des Kaisers und seiner Generäle kommen über 13 Millionen deutsche Soldaten in den 4 Jahren des Krieges an die Front. Etwa 2 Millionen von ihnen kehren nicht mehr zurück. Einer, der überlebt, stilisiert sein Kriegserlebnis später zum Mythos. Ende Oktober 1914 hat auch das Regiment List seine Feuertaufe erlebt. Der Soldat Hitler wird befördert. In einer Kirche in Belgien ist der Gefreite Anfang 1915 untergebracht. In der Krypta haben die Soldaten Schutz vor feindlichem Artilleriebeschuss gefunden. Der Gefreite Hitler war eigentlich ein tüchtiger Soldat. Das haben alle gesagt, aber er war persönlich ein bisschen sehr eigenbrötlerisch. Und er ist ja auch nicht sehr hoch gestiegen. Er war ja noch nicht mal ein Unteroffizier oder sowas. Aber er hat sich sehr engagiert. Er hat nicht gekämpft mit der Waffe, also nur ganz kurz. Aber die andere Zeit hat er sich als Meldegänger sehr wirklich bemüht. Aber auch er war geschätzt als sehr zuverlässig. Andererseits war er ja auch tapfer, denn umsonst hätte er ja nicht diese große Ehrung auch bekommen mit dem Eisernen Kreuz. Bei all den großen Auftritten in seiner Regierungszeit später, ne, hatte er ja dann diese Auszeichnung aus dem Ersten Weltkrieg immer an der Uniform. Ne? Das war sein großer Stolz. Im Juni 1940, nach dem Sieg über Frankreich, ist Hitlers militärische Vergangenheit Thema der Nazi-Wochenschau. Noch während der Kämpfe um Dünkirchen begab sich der Führer vom Hauptquartier aus an die Front zu seinen Soldaten. Er besucht die Schlachtfelder, auf denen er selbst im Weltkrieg als Soldat gekämpft hat. Fahrt durch Ypern. Der Diktator besucht nicht nur die Gräber der Gefallenen, sondern begibt sich auch auf die Suche nach den Spuren seiner eigenen Geschichte. Ein Betonbunker in der Nähe des französischen Ortes Fromelles steht heute noch dort, wo Mitte 1915 die deutsche Frontlinie verlief. Hier war Adolf Hitler über ein Jahr lang als Meldegänger im Einsatz. 25 Jahre später kehrt er als siegreicher Feldherr zurück, zum Erstaunen der Dorfbewohner. Er hat die Bunker besichtigt. Er kam da drüben aus Fromelles. Er überquerte den Acker und da stand diese Frau. Er ist aus seinem Auto ausgestiegen, hat sie auf Französisch begrüßt und gefragt, ob sie ihn wiedererkenne. Sie sagte nein. Ich heiße Hitler, sagte er. Und da hat sie gesagt, ich habe natürlich schon viel von Ihnen gehört und die Leute hier sprechen über Sie. Ich selbst kann mich aber nicht an Sie erinnern. Er stand mitten auf dem Feld, ganz in der Nähe eines Bunkers. Er ging dann übers Feld, da waren 2 Pferde, die gehörten zu einem kleinen Bauernhof, gleich nebenan. Und er hat dann eines der beiden gestreichelt. Im nahegelegenen Fourne-en-Web hatten die Meldegänger ihre Unterkünfte. Hitler soll sogar ein Liebesverhältnis mit einer Französin gehabt und einen illegitimen Sohn gezeugt haben. Bewiesen wurde das nie. Er schreibt offenbar keine Briefe nach Hause und empfängt auch keine. Bei Kameraden und Vorgesetzten gilt Adolf Hitler als verschlossen und humorlos, aber auch als pflichtbewusst und tapfer. Im Trommelfeuer der Artillerie und der neuartigen Maschinengewehre waren bei Kriegsbeginn auch im belgisch-französischen Grenzgebiet die unerfahrenen Soldaten bei ihrem Vormarsch zu Zehntausenden niedergemäht worden. Die Toten vermoderten zwischen den Linien. Die Soldaten verschanzen sich in Schützengräben. Und auch der Stellungskrieg wird mit erbarmungsloser Härte geführt. Der Hitler, den wir später sehen, ist stärker vom Ersten Weltkrieg als von seiner Zeit in Wien geprägt worden. Später wird er immer wieder sagen, dies sei die wunderbarste Zeit seines Lebens gewesen. Er war zwar dem Krieg und seinem Regiment verpflichtet, er wollte es nicht verlassen,
Aber irgendetwas stimmt da nicht mit der Aussage, es sei die beste Zeit seines Lebens gewesen. Es beginnt 1914 aufregend, doch gleich in der ersten Schlacht werden 3/4 seines Regiments ausgelöscht. Von da an bis zum Schluss hat er ständig mit Tod und Zerstörung zu tun. In einem seiner seltenen Briefe, die er von der Front schickt, schreibt er 1915, dass der Krieg sich lohne, weil er eine Reinigung von fremden Elementen mit sich bringe. Wir sehen hier, dass der Krieg also auch eine Art rassistische Bedeutung für ihn hat. Auf seiner sentimentalen Reise in die Vergangenheit besucht der Diktator im Juni 1940 mit ehemaligen Kriegskameraden auch einen Garten in Furn, in dem 1916 eine deutsche Sanitätsstation untergebracht war. Damals entstand an dieser unscheinbaren Backsteinmauer ein besonderes Foto. Der gefreite Adolf Hitler im Kreise seiner Kameraden. Später wird das Bild millionenfach für des Führers Gefolgschaft vervielfältigt. So kann sich der Diktator bis zum Untergang als einfacher Soldat ausgeben, der seit 1914 seinen geraden Weg gegangen ist. Hitlers Einheit wird im Herbst 1916 weiter nach Süden verlegt, auf die blutgetränkten Killing Fields an der Somme. Bis heute ist der kleine Fluss ein Synonym für das massenhafte Sterben im Ersten Weltkrieg. Britische Streitkräfte haben hier eine Großoffensive begonnen. Die Deutschen wehren den Angriff ab. Bis dahin unvorstellbare Mengen von Kriegsmaterial werden in die Schlacht geworfen. Hunderttausende Soldaten für immer neue Vorstöße geopfert. Auch Hitler und sein Regiment. Gesichert sind tatsächlich Verletzungen im Ersten Weltkrieg. Einmal am 5. Oktober 1916 in der Schlacht an der Somme hat er sich eine Granatsplitterverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Er ist dann nach Belitz ins Lazarett verlegt worden, hier in der Nähe von Potsdam, und dort behandelt worden, war aber auch relativ schnell wieder gesund und hat noch eine zweite, vielleicht schwerere Verletzung im Oktober 1918, eine Gelbkreuz- oder Lost-Verletzung, also mit dem Senfgas, sodass er vorübergehend erblindete. Wegen dieser Erblindung kam er wieder in ein Lazarett. Seine Gegner haben also gesagt, die Erblindung oder das Schlechtsehen sei nicht die Folge der Stickstoff-Lost-Vergiftung, sondern die Folge seiner Hysterie. Die haben also gesagt, die Blindheit ist hysterisch bedingt bei Hitler. Dann also erblindet er 1918 vorübergehend nach einer Vergiftung mit Senfgas. Das macht es eigentlich noch schwieriger zu behaupten, es sei die beste Zeit seines Lebens gewesen. Es scheint mir eine ziemlich gefährliche Zeit gewesen zu sein. Einmal entgeht er dem Tod nur sehr knapp. Er wird zweimal verwundet. Um ihn herum ist überall der Tod. Man könnte spekulieren, aus einfacher psychologischer Sicht, dass der emotionslose Umgang mit dem millionenfachen Tod tatsächlich eine Abstraktion der Art ist, dass man Tod und Zerstörung wahrnimmt, sie aber nicht an sich heranlässt. Völlige Loslösung davon in fast unmenschlicher Form, das könnte auf seine Erfahrungen in diesen 4 Jahren des Ersten Weltkriegs zurückzuführen sein. Die Lazarette sind überfüllt. Der Schriftsteller Arthur Schnitzler notiert nach einem Besuch in einem Wiener Hospital: Hier ist das Wesentliche des Krieges. Alles andere ließe sich wegdenken. Diplomatie, Weltgeschichte, Ruhm, Begeisterung. Sogar der Tod, aber das Leid ist das Wesentliche. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und es kam ja wirklich das Elend. Die vielen Toten überall, die vielen Hungertoten. Zum Schluss war der Zusammenbruch ganz, ganz furchtbar. Und dann kam auf einmal der Antisemitismus hoch. Das heißt, in dem Moment, als der Erste Weltkrieg schief zu laufen begann für Deutschland, wurde der Antisemitismus auch immer größer in Deutschland. Das war ja ganz schlimm. Das hat sich auf einmal entwickelt. Wer ist an allem Elend schuld? Natürlich immer die Juden.
Und genau das hat er dann mit angenommen. Obwohl er noch einen jüdischen Offizier hatte, der hat ihm ja noch das Eiserne Kreuz gegeben im Jahr 1918. Den hat er ja auch noch gern gehabt. Aber beim Zusammenbruch war das so, dass die Amerikaner und die Juden und die Engländer und die Franzosen, sie kommen alle, um uns völlig fertig zu machen und zu ruinieren. Die harten Bedingungen des am 11. November 1918 geschlossenen Waffenstillstands lösen in Deutschland einen Schock aus, auch beim gefreiten Hitler. Als Deutschland besiegt ist, war er am Boden zerstört, wie viele, die rechtsgerichtete Meinungen vertraten oder gut hießen. Seine Welt, die er sich aufgebaut hatte und die ihm die deutsche Armee 4 Jahre lang geboten hatte, war nun zerstört. Und in diesem Zusammenhang sind vielleicht seine Persönlichkeit und seine Neigungen wichtig. Er hatte guten Grund, nach einer befriedigenden Erklärung zu suchen, die ihm neuen Lebensmut geben würde, und er fand diese Erklärung in der berühmten Dolchstoßlegende. Hindenburg, der ehemalige Oberbefehlshaber, und andere Militärs behaupteten, die Armee sei im Ersten Weltkrieg unbesiegt gewesen. Jüdische Revolutionäre seien ihr in den Rücken gefallen, so wie Siegfried in Wagners Götterdämmerung hinterrücks von Hagen erstochen wurde. Hitler kam so schon 1919 zu der paranoiden Überzeugung, die Juden seien die Feinde Deutschlands und müssten vernichtet werden. Hitler kehrt am 21. November 1918 zurück nach München, wo eine revolutionäre Regierung an der Macht ist. Im Februar 1919 versieht er eine Art Wachdienst am Hauptbahnhof und wird zum Vertrauensmann seines Bataillons gewählt. Ganz so kritisch, wie er später behauptet, kann er also der Revolution gegenüber nicht gewesen sein. Hitler schließt sich den Gegnern an, die die Räterepublik blutig zerschlagen. Es gelang ihm, Soldat zu bleiben. Er erlebt selbst die Räterepublik, eine Republik nach sowjetischem Vorbild, die im April 1919 etwa einen Monat an der Macht ist. Nach einigen Wochen gilt er in der Armee als jemand, der diese Form der kommunistischen sowjetischen Regierung ablehnt. Man schickt ihn im Sommer 1919 als Ausbilder für Soldaten, die aus dem Militärdienst entlassen werden, nach Lechfeld bei Augsburg. Seine Aufgabe ist es, sie in patriotischen Themen zu unterweisen. In dieser Zeit stellt sich heraus, dass er ein hervorragender Redner ist und alle Leute zu ihm kommen. Man wird auf ihn aufmerksam und vermeldet, dass Herr Hitler ein großartiger Redner ist. Vor allem seine antisemitischen Botschaften kommen feurig und vehement bei seinen Zuhörern an. Nachdem er sich als Redner hervorgetan hat, wird er, anfangs noch als Soldat, losgeschickt, um die vielen kleinen Parteien auszukundschaften. Eine davon war die noch junge Nazi-Partei. Und als er dort Mitglied wird, 1919, er ist noch immer in der Armee, eröffnet ihm das eine Chance, zunächst eine kleine, aus der sich eine politische Karriere in den Bierhallen entwickelt. Denn er wird rasch zum Starredner der noch jungen Partei. Ich glaube, Hitler war immer auf seine Weise ein Fanatiker. Egal auf welchem Gebiet, Geschichte, Kunst, Architektur, Musik, er hatte zu allem eine feste Meinung und es gab Überzeugungen, bei denen er keinen Widerspruch duldete. Etwas ist während des Ersten Weltkriegs oder unmittelbar danach geschehen, das ihn zu diesem politischen Fanatiker gemacht hat. Und als er 1919 vor diesen Soldaten redete, fasste er den in ihm brennenden Zorn und Groll in Worte. Er erreichte sie mit seiner Botschaft, weil er selbst so fühlte. Die Leute haben an ihn geglaubt, einfach deswegen, weil er ab dem Jahr 2021 der beste Redner war in München. Bei der ersten Rede waren da ja nur 7 oder 8 Leute. Und beim nächsten waren da 40. Und beim nächsten waren da 500. Und auf einmal hatte er den ganzen Zirkus Krone gefüllt.
Da gingen zigtausende von Menschen rein. Und die hat er wirklich dominiert. Die haben genau das gehört und verstanden, was er ihnen gesagt hat. Und die Politiker, die anders waren von anderen Parteien, die haben dann irgendwie so akademisch dahergeredet. Das haben die Leute ja gar nicht verstanden, die wollten das auch gar nicht. Aber er hat den Leuten wirklich das erzählt und mit einem Temperament, das er dabei hatte. Er hat dann auch zwischendurch immer gebrüllt und dann wieder ganz langsam gesprochen, 4 Stunden lang, 5 Stunden lang geredet und die Leute waren fasziniert. Zu jener Zeit fanden Politiker die meiste Unterstützung in Freilichtversammlungen oder großen Versammlungen in öffentlichen Hallen, von Angesicht zu Angesicht also. Wenn er also vor einem Publikum stand, und wir haben die Aussagen jener, die zu Nazis wurden, weil sie ihn gehört hatten, bewunderten sie seine Aufrichtigkeit, seine Leidenschaft, seine Verbundenheit mit Deutschland. All das schien so ehrlich zu sein, und doch war es ein klein wenig künstlich. Er probte seine Reden und seine Gesten. So ist da etwas Zwiespältiges. Der Anschein von Ehrlichkeit, aber auch das Element der Berechnung.